Liebe Zuschauer, das Berlin-Fernsehen meldet sich live aus dem ehemaligen Kulturpark Plenterwald. 10 Jahre ist der ehemalige Kulturpark geschlossen, doch an diesem Wochenende hat er wieder geöffnet. Nun werden Sie sich fragen, warum? Ja, ganz einfach, die Leute vom Theater, Hebbel Theater am Ufer, möchten den Berlinern einfach mal zeigen, wie es ist, wenn wir wieder einen funktionierenden Vergnügungspark in Berlin haben. Ja, und da dieser Vergnügungspark, der jetzt Luna Park heißt, sozusagen temporär, ist auch morgen noch geöffnet. Heute haben wir Samstag. Sie können also noch am Sonntag hierher kommen. Das was und wie und warum der ehemalige Kulturpark in Berlin-Treptow im Plenterwald wieder geöffnet hat, das werden wir jetzt im Anschluss mit unseren Gesprächspartnern klären. Liebe Zuschauer, jetzt habe ich meine erste Gesprächspartnerin am Mikrofon oder vor dem Mikrofon, Stefanie Wenner. Hallo, guten Tag. Hallo. Sie sind die Initiatorin und Sie hatten auch die Idee für diese 4 tollen Tage hier in Berlin-Treptow. Ja, das ist entstanden bei einem Spaziergang, wo ich hier vorbeigekommen bin und dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass dieses Gelände hinter Zäunen verrottet und da müsste man unbedingt mit unseren Künstlern, wir sind ja das Hebbel am Ufer, das Hau, und dann wollte ich unbedingt mit unseren Künstlern zusammen hier was machen und da stehen wir jetzt mittendrin. Mhm. Von der Idee zur Umsetzung ist ja auch manchmal ein etwas längerer Weg. Wann hatten Sie die Idee? So vor einem guten Jahr. Und seit gut einem halben Jahr arbeiten wir richtig dran. Wie haben Sie es geschafft, hier das Gelände dann, also das Gelände eben für sich zu gewinnen, Inhaber hier? Das war überhaupt gar kein Problem. Die haben sich sehr gefreut, dass wir hier was machen wollen für Jung und Alt, dass wir den Park öffnen wollen, nicht für eine kleine Zielgruppe, sondern dass wir wirklich für Kinder, für Erwachsene, für alle aus der Stadt hier ein Programm machen wollen. War gar kein Problem. So, also die Familie Witte hatten Sie dann überzeugen können und gesagt, okay, wir hätten ganz gerne einen Tag im Sommer. Und jetzt frage ich Sie, die 4 tollen Tage, die hier stattfinden, was soll das bezwecken? Ich würde mich freuen, wenn der Park wieder aufgemacht würde und zugänglich gemacht würde für alle Berlinerinnen und Berliner und für unsere Gäste, die ja aus allen möglichen Ländern hier immer wieder kommen. Und das ist ein attraktives Naherholungsgebiet, das sollte nicht weiter verschlossen hinter Zäunen verrotten. Stefanie Wenner, wir sind jetzt an der 2. Station. Es ist eine Spielstation. Welchen Sinn hat diese? Hier kann man sich einchecken bei Spreezone. Spreezone will in den nächsten 3 Wochen über ganz Berlin einen Vergnügungspark errichten. Das heißt, wenn man es jetzt nicht schafft, hierher zu kommen, dann geht man auf www.spreezone.de im Internet und kann sich da immer noch einchecken und kann mitmachen. Hier ist sozusagen das Trainingslager für dieses Spiel, wo über die Stadt verschiedene Attraktionen verteilt werden sollen. Und über den Park verteilt gibt es an allen möglichen Orten kleine inszenierte Orte, die man finden muss und wo man dann, wie bei Siedler von Catan, man hat eine Karte und es ist wie bei Siedler von Catan, am Anfang ist das Spielbrett leer, hinterher hat man das hier mit Attraktionen besiedelt, ja. Und man hat auch noch eine SMS zur Hilfe oder mehrere SMS. Ja, genau. Also man wird hier durch das Gelände geführt über SMS, aber es funktioniert auch, wenn man kein Handy hat und keine SMS hat. Dann wird man anders informiert und kann trotzdem mitspielen. Das ist keine Bedingung. Und die Leute, die heute Morgen machen, die bekommen die Auswertung gleich oder müssen die das dann auf der Internetseite angucken?
Man bekommt direkt einen Erfolg, also weil man dann eben Zugang bekommt zu anderen Bereichen des Parks, wenn man wieder eine Aufgabe gelöst hat. Und dann kann man aber das auch im Internet nachverfolgen. Also es gibt dann sozusagen wie so ein Erfolgsgradmesser. Das kann man weiter verfolgen. Und man kann auch das Spiel dann weiterspielen, auch wenn man morgen nicht wiederkommt. Wenn man hier angefangen hat und dann kommt man morgen nicht wieder, dann kann man immer noch in 3 Tagen quasi in der Stadt weiterspielen. Wir sind jetzt hier an einer weiteren Station und das ist der Burning Man. Nee, das ist der Burnout Man. Aha. Ja, Burnout Man, genau. Das ist die Gruppe Showcase Beetlemo, die den hier hingebaut hat. Jetzt wird schon nicht mehr gebaut, weil die Brandmeister jetzt schon in ihrer Vorbereitung sind. Wir machen ein feierliches Ritual um 21 Uhr. Da kann man dann alle Sorgen, alle Ängste, alle Steuererklärungen, die man nicht mehr braucht und so weiter, verbrennen. Wenn dann das Ritual, naja, erst kann man in dem Ritual das noch an die Skulptur heften und danach verbrennen wir den Mann. Es geht dann alles in Rauch auf. Aha. Und worin soll der tiefere Sinn dann bestehen? Da gibt es keinen tieferen Sinn. Das ist dann wie so ein Frühlingsritual, wie so ein Maifeuer, was man macht. Und da brennt man ja auch das Alte ab und dann ist Platz für Neues. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen, das Wetter ist fantastisch. Auch morgen kann man noch herkommen. Ab wann ist geöffnet? Ab 12 Uhr. Ab 12 Uhr können Sie in den ehemaligen Spreepark bzw. in den ehemaligen Kulturpark Plenterwald kommen. Das Theater Hebbel am Ufer macht hier verschiedene Aktionen. Es ist auf jeden Fall möglich, hierher zu kommen. Erwachsene 5 Euro und Kinder bis 14 Jahre sind kostenlos. Wie gefällt es dir heute hier? Gut. Gut, ja. Und seit wann seid ihr hier? Ich weiß es nicht. Was hast du denn heute alles schon so gesehen? Die Hüpfburg und am Anfang Entchen angeln. Aha. Und das hat das Spaß gemacht? Mhm. Ja, dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Danke. Was hast du heute hier schon so gesehen und wie gefällt es dir? Mir gefällt es sehr gut und ich habe hier schon einiges gesehen. Und manches davon war wirklich klasse. Also ich kann nur empfehlen, hier nochmal hinzugehen. Mann, richtig, richtig toll, richtiger Tipp von dir. Morgen hat es ja auch hier noch geöffnet. Und was hast du dir schon angesehen und was hat dir besonders gut gefallen? Wir sind ja beide zusammengekommen und wir haben beide das Gleiche gesehen. Ich fand auch hier alles sehr schön und ich würde auch empfehlen, hier wieder hinzugehen. Und so gesehen und wie hat es Ihnen gefallen? Gefallen hat es mir ganz gut, aber eben der Erinnerungen ist doch alles ein bisschen sehr verwahrlost, leider Gottes. Wie würden Sie es finden, wenn der Spreepark, wenn er wieder auf hätte? Unbedingt gut. Super. Denn hier in der Stadt haben wir sowas nicht. Schön mit dem Wald hier und so, das ist hervorragend. Mhm. Aus welchem Bezirk kommen Sie? Geboren in Kreuzberg und jetzt wohne ich in Großzieten bei Rudow. Und das sind Ihre Enkel hier, ja? Einer. Aha. Der andere ist der Freund. Aha. Und wie hat es euch beide gefallen? War cool. Ja? Fand ich auch sehr gut. Schade, dass er noch zu hat und dass er, ja, dass er nicht mehr. Also, was man hier so sehen kann, es lohnt sich, hierher zu kommen. Ja. Ja. Und bei Ihnen? Ja, genau dasselbe. Ich kenne es von ganz früher noch, da waren wir auch ein paar Mal waren wir hier. Und es ist schade, wenn das verkommen würde. Also es sollte wirklich gemacht werden, dass es wieder in Ordnung kommt. Liebe Zuschauer, das war unser kleiner Spaziergang hier im Lunapark, dem ehemaligen Kulturpark hier in Berlin-Plenterwald. Dieser hat morgen noch geöffnet. Ab 12 Uhr können Sie hier noch in den ehemaligen Kulturpark Plenterwald kommen. Also jetzt Lunapark, das Hebbel-Theater am Ufer hat eben diesen Tag, diese 4 tollen Tage hier gestiftet. Und ja, kommen Sie einfach hierher. Wie gesagt, ist hier sehr schön und wir wünschen Ihnen viel Spaß.
Ja, ich hab das schon. Ja.